Oh, und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück zu Rainbow. Ja, sorry Leute, wenn ich gestern kein Video hochgeladen habe, das lag daran, dass mein Arbeitsplan komplett durcheinander geraten ist. Ursprünglich hätte ich erst um 2 Uhr mit nachmittags anfangen sollen zu arbeiten, durchgehend bis Feierabend. Das wurde geändert dann, da musste ich früher morgen arbeiten mit 10 Stunden. 10 Stunden wurde leider auch gestrichen, was also bedeutet, das war ein schöner 11-Stunden-Tag wieder einmal. Naja, zum Glück war es ein früher Feierabend, aber ich hatte wirklich keine Lust gehabt, jetzt ein Spiel aufzunehmen. Deshalb mache ich jetzt hier das am Freitagmorgen. Also gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir haben jetzt Mr. Midnight gerettet. Ich kann mit ihm reden. Wir müssen nach Hause, Kätzchen. Ich hoffe, der Heimweg ist nicht weit weg. Ich hoffe auch, Fran. Wir schaffen das zusammen. Ich helfe dir. Oh. So seine schönen großen Mondaugen. Oh. Muss ich nicht verstecken, Kätzchen. Das ist wirklich sehr schön. Genauso wie die von meinen Karten. Also bloß hier einfach an der Brust hier ein bisschen weiß. Und ganz kleine Tüpfchen auf der linken Vorderpfote. Aber nur 1, 2. Geht es hier weiter? Nope. Das Fenster können wir ja nicht. Tablette. Wir sind alleine? Mr. Midnight ist nicht dabei? Aha. Also, das war auch interessant zu wissen. Wenn wir die Tabletten benutzen, wird Mr. Midnight nicht dabei sein, okay? Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt zur Kröte. Das wäre zumindest der einzige Weg nach draußen, der mir bekannt wäre. Aha, ja, das wissen wir schon. Ja, und jetzt? Ich hab's geschafft, Herr Kröte. Die Mädchen sind weg. Das ist perfekt, Wibbit. Jetzt kann ich diesen Ort verlassen und zu meiner Familie gehen. Das will ich auch machen. Ich habe endlich mein Kätzchen gefunden. Ich möchte nur noch nach Hause und bei Tante Grace sein. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, Fran. Aber wie kommt ihr hier weg? Es gibt kein Boot. Ah, es gibt kein Boot, aber wie habt denn die Schwestern dann die ganzen Kuchen da, also backen können und so? Wir können nicht schwimmen? Hilf uns hier raus? Ich dachte, du könntest uns hier raushelfen. Ich würde euch gern helfen, aber ich bin zu klein, Wibbit. Obwohl mein Körper recht formbar ist. Mr. Midnight! Ein bisschen mehr Anstand hier, ne? Ach, was? Das machst du es gleich nochmals. Also, wie mein Kater, also wirklich. Es wäre unmöglich, euch beide auf die andere Seite zu kriegen. Darüber denke ich mal nach. Bitte geh noch nicht. Dein Körper ist formbar. Wir haben noch Backpulver. Backpulver macht gleich einen Teig größer und schöner. Okay, aber wieso sollte das jetzt die Kröte vergrößern? Aber bitte probieren wir mal. Funktioniert das wirklich? Nimm das, Kröte, es könnte helfen. Ich bin kein Brötchen aus der Bäckerei, Wibbit. Aber du bist so schleimig und weich, wie Teig. Also Teig weich, ja, aber schleimig? Du hast recht, das könnte klappen. Los geht's. Hahaha.
Wie bei Shrek. Also, einfach mal kurz aufblasen, hatte man schon einen Froschballon. Okay. Es hat geklappt, Ribbit. Wirklich geklappt. Ich bin so groß und fühle mich toll. Super, gehen wir. Komm, Mr. Midnight. Na, Fran, ich habe nur ein Problem. Diese riesige Kröte starrt mich an. Hoffentlich frisst er ihn nicht. Wovon sprichst du? Er will uns doch nur helfen. Okay, wenn er irgendwas versucht, kratze ich ihn. Das ist okay, aber versuch ihm nicht weh zu tun, wenn wir auf ihm sitzen. Das Wasser ist tief und wir wissen nicht, was für Kreaturen da drin leben. Wenn wir ins Wasser fallen könnten, könnten wir sterben, Kätzchen. Oh, ich verspreche, ich werde die Kröte nicht kratzen. Gehen wir. Hey Mädchen, bevor wir gehen, ich habe noch etwas für dich. Ich sah dich auf dem Foto, also dachte ich, es sei deins. Was wurde das mir verloren haben? Das haben wir doch im Abwasserrohr ja verloren. An die Schatten. Und das Buch war auch dabei. Was für ein Buch? Leon? Oh Kröte, du hast mein Familienfoto gefunden. Vielen Dank. Ich dachte, ich hätte es für immer verloren. Aber das Buch ist nicht von mir. Nun, nimm das Buch als Geschenk. Lesen ist immer gut. Es hat viele Bilder. Na gut, wenn man lesen will, dann muss man Bücher mit weniger Bilder anschauen. Also lesen. Oh, danke. Ich mag Bilder. Nun gehen wir jetzt. Ja, los geht's. Festhalten. Ribbit. Ja. Der Frosch hat ein bisschen schleimig, wie Teig. Die Begeisterung liegt bei ihr schon an. Aber Mr. Midnight, wo zeigt er die Kröte jetzt hin? Okay, wo kommen wir jetzt hin? Hey, spielen wir jetzt Frogger? Hey, cool! Ein solcher Klassiker. Ah, geschafft. Okay. Aber so, also ich finde, das sieht eigentlich ganz originell aus. Als wäre es gerade aus Knete gemacht. Okay. Kleeblatt, komm her. Die Blume kann ich jetzt leider nicht nehmen. Hoffentlich kommt noch was. Ein bisschen Stück Treibholz und drüben sind wir. Ah, noch eins. Also gut. Ey, du Verdammte! Ich hab das draufgeklickt, da springst du zu spät ab. So. Das können wir, oder? Reicht das noch? Ja. Das hier könnte ein bisschen knapp werden. Ey, also mal ehrlich, du, ich war nur zur Hälfte drauf. So, jetzt kommt das Blatt. Wollte er hier nach links springen, aber das geht anscheinend nicht. Er kann nur noch vorwärts springen. Alles gut. Hopp. Es kommt gleich das Blatt. Also. Nee, Seerose ist es ja nicht. Na, wer sei zu spät reagiert, Leute? Sorry. Ah. Beim ersten zweimal klappt es prima und jetzt ausgerechnet. Naja, zum Glück ändert sich das Rhythmus hier gar nicht.
Nein, ich schon wieder. Also mal ehrlich, Wiederholungen gefallen nicht immer. Aber irgendwie praktiziere ich das. So, jetzt und drauf. Toad on board. Das könnte ich auf mein Auto kleben. Wenn man schon keine Kinder darf, kann man wenigstens so tun, dass er eine Kröte. Da wären wir. Sprengt von mir ab. Geht wir, Kätzchen. Und alle hopp. Nun, jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Ich hoffe, du findest deine Familie bald, Herr Kröte. Ich weiß ja nicht, ob sie begeistert sind, wenn er so groß ist. Danke, du hoffentlich auch. Auf Wiedersehen, Ribbit. Auf Wiedersehen, danke für die Überfahrt. Gwen? Gwen, was sollen wir jetzt tun? Den Heimweg finden, Kätzchen. Siehst du den Himmel? Ja, es kommt auch mal wieder meine Katze wieder ins Zimmer. Na, nicht wahr, Kätzchen? Es dämmert und schon bald werden die gruseligen Dinge verschwinden. Ah, ich bin so hungrig und müde. Ich will jetzt nach Hause. Ich auch, Kätzchen. Wir finden den Weg schon. Ich gebe mein Bestes, dir zu helfen, meine Liebe. Gehen wir. Nom. Oh. Sieht so aus, als hätte die Mutter es fast geschafft. Oh Gott, ein Babyskelett. Sie haben es wohl nicht rechtzeitig geschafft. Gute Nacht. Süße Träume. Ich muss das jetzt mal dann mal hören. Hier ist gerade meine Kätzchen gerade am Mikrofon vorbei. Hoffentlich hat es nicht zu sehr gerauscht. War schon erstaunlich, dass Mr. Midnight nie dabei ist. Aber gut, wir nehmen eben die Tabletten. Und so schauen wir mal. Salines Wasser, du bist so schön. Ich frage mich, ob ich eines Tages schwimmen lernen werde. Es ist sehr zu empfehlen, Fran. Oh. Wie sieht das jetzt hier aus? Naja, nicht so schlimm eigentlich, die kennen wir schon. Hallo, seid ihr die neugierigen Insekten, die stecken geblieben sind? Die schlafen, Flash. Stecken sie gar nicht fest. Nein, ich hoffe, sie haben ihren Kamm. Unseren haben wir ja gar nicht mehr. Aber wir haben noch das Buch, das stimmt ja. Ich suchte die Wahrheit, doch fand das Unerwartete. Ich fand, dass meine Sinne mir nicht zeigen konnten. Ich fand die Wahrheit, die still im Unbekannten liegt. Leon Castillo. Einer der Tausend. Mein Name ist Leon, ich bin 92 Jahre alt. Oh, stolzes Alter. Und das noch 1908. Und lebe alleine in einem kleinen Haus, weit ab der Stadt. Ich muss sagen, dass mir Schmuck, Häuser oder Klamotten nie etwas bedeutet haben. Seit meiner Kindheit habe ich mit den Tieren, Pflanzen und Insekten gesprochen und obwohl ich nie einen Antwort bekam, gab ich niemals auf. Wenn du das liest, suchst du vielleicht nach Antworten. Vielleicht siehst du Dinge, die andere nicht sehen oder fühlst, was andere meiden. Du hörst die Stille und wirst eins mit allem. Das hat er eigentlich festgetackert, aber hier sieht man gar nichts. 17. Dezember. Ich schaue nachher, wie viel ich da noch lesen muss. 17. Dezember 1875. Ich kann nicht aufhören, ich kann es nicht kontrollieren. Die schwarzen Schatten sind überall. Das Blut, die Nachrichten, die Schreie, der ganze Schmerz. Ich weiß nicht, warum mir das alles passiert.
Kannst du sie sehen? Ja, das haben wir irgendwo auch, glaube ich, in der Anstalt. Ach du meine Fresse. Ach du meine Fresse. Ach da. Gut, das ist ja nicht. Ja. Gut, das ist hier nicht so viel zum Lesen hier teilweise, aber trotzdem. Wenn ich jetzt hier alles hier vorlesen würde, dann wäre der Part schon vorbei. Also ich lese jetzt noch das hier und danach lese ich einfach mal pro Episode einfach ein paar Seiten. Hm? Das ist echt so. Hm? Ja? Nein? Ist egal, ich mache es trotzdem so. Schrei, weil es weh tut. Naja. 19. Dezember 1875. Ich hatte eine Vision. Ich atme immer noch die Angst. Ich befinde mich im Krieg mit meinem Verstand. Einer der Schatten kam herab vom Himmel. Ich dachte, er sei ein Engel. Sein Name ist Remor, der Prinz der Dunkelheit aus der fünften Realität. Fünfte Realität. Oh, war das jetzt Wolfgang Holbein mit einem von den Hexerbüchern? Da hat er auch was geschrieben. Oder war das eine komplette Idee von Howard Phillips Lovecraft? Hm. Bin ich mir nicht sicher. Einer von den beiden, also bei Holbein, da weiß ich, dass er das geschrieben hat. Eine Bücher. Müssen wir mal schauen, welches. Aber ob Phillips Lovecraft das irgendwo geschrieben hat, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe die Bücher leider nie gelesen. Besonders also über Cthulhu und alles. Aber schon mal vorhin gehört, weil er in den Büchern vorkommt von Holbein. Ah, jetzt sieht es. Er sprach zu mir, spielte mit mir und zeigte mir all die Schrecken. Er sagte, ich sei den Schlüssel zu seiner Existenz. Der Stein der Weisen in meinen Kopf. Ah. Also gut, ich mache jetzt wieder die Brücke. Oh, was für ein Baum. Ah, aber wieso kann ich hier nicht rüberklicken? Oh mein Gott, diese Brücke sieht gruselig aus. Brücke, das sind eigentlich eher Wurzeln. Oh, Fran, komm schon, wir müssen nach Hause. Wir haben keine Zeit, ängstlich zu sein. Ja, aber ich habe ein bisschen Höhenangst. Hm, kann ich zuerst, ja? Dann folgst du mir. Okay, Kätzchen, du bist so süß. Ich bin direkt hinter dir. Okay. Das kann ich also drüber. Gut. Und ich werde nicht verfolgt oder sonst irgendwas. Kätzchen, bleibst du stehen. Ben, warte. Ah. Jetzt wissen wir auch, wie er heißt. Remor. Aber zum Glück muss ich jetzt nicht mit ihm reden. Oh mein Gott, ist er verletzt. Wir bluten aus den Augen. Oh mein Liebling, ich kann nicht mehr halten. Ich will nicht sterben. Du wirst nicht sterben, Fred. Komm schon, du schaffst es. Spring. Was? Wir müssen... Springen in die Tiefe? Aber er sagt, dass wir werden sterben. Okay, und los. Okay. Sorry, aber... Hab dich. Als ob du genug Kraft hättest, mich zu halten. Gwen, nein. Ah.
Hab keine Angst, Fran. Wir fallen immer. Und nach dem Schmerz stehen wir immer wieder auf. Ah, sagt, unsere Mutter sagt das. Allein, oh liebe Tante Grace, lass mich niemals. Weine nicht, mein Kleine, dein Herz ist rein und dein Geist wurde gequält. Du musst bleiben und deinen eigenen Weg gehen. Bitte, Tante Grace, warum holst du mich nicht einfach hier raus? Bitte. Du lässt mich einfach ganz alleine, wie meine Mutter und mein Vater. Tut mir leid, meine liebe Fran. Du wirst es schon bald verstehen. Tante Grace, nein, geh nicht, bitte, bitte. Fran, es ist Zeit für deine neue Medizin. Aha, und deshalb werden wir sozusagen von den Dornen umschlungen. Was ist das hier jetzt? Sehen wir tot? Oh, ich bin jetzt Mr. Midnight. Hey, klasse. Oh, was ist passiert? Wo bin ich? Fran, wo bist du? Wir steuern Mr. Midnight, aber trotzdem, was ist das hier für eine komische Welt? Ich bin jetzt wirklich tot. Hey! Der Pfeil wird automatisch eine Tatze. Also das finde ich noch ein schönes Detail. Eine von Frans Schuhen. Das sind Frans Strümpfe. Oh bitte, hoffentlich läuft jetzt nicht hier nackt rum. Frans andere Schuhe. Dieser Baum hat ein Gesicht. Ah, hässlicher Baum. Ich zerkratz dich, du böses Ding. Das ist Fran? Okay. Kätzchen! Kätzchen, hör auf! Was sagst du da? Fran? Mein Liebling? Bist du es? Das kann nicht sein! Was ist los, mein Schatz? Natürlich bin ich es. Wer sonst? Fran, du bist ein Baum! Oder wie heißt es berühmt, ein bekanntes Schweizer Lied? Ich bin ein Gummibaum. Also, der Gummibaum, aber ein Detail. Sei nicht albern, hilf mir doch. Warte mal, wo sind meine Hände? Warum kann ich mich nicht bewegen? Wenn ich es dir doch sage, du bist ein Baum geworden, Fran. Was habe ich? Wie? Oh Mann, das war wohl das Ende der Reise. Also wenn wir sterben, werden wir wiedergeboren als ein Baum. Aha. Das große Monster war es. Ich weiß es. Er will uns nicht nach Hause lassen. Ich hoffe, er kommt nicht zurück. Er war sehr gruselig. Remo? Ja. Schon recht gruselig, ja. Er kommt immer zurück. Ich glaube, ich erinnere mich an ihn. Aus dieser Nacht, in der Mama und Papa starben. Kätzchen, ich möchte nicht darüber reden. Ich will nur nach Hause. Aber du bist ein Baum. Ein Baum. Ja, oder kannst du trotzdem nach Hause? Ich kann dich nicht nach Hause tragen. Okay, guter Punkt. Außerdem weiß ich gar nicht, wo wir sind. Muss ich sterben, Kätzchen? Sag es mir. Sag das bitte nicht, Fran. Verlass mich nicht.
Aber ich fühle mich so schwach. Warum kann ich nicht nach Hause? Also jetzt kommt hier, es kommt das Wurzelgemüse noch. Also das sieht ein bisschen aus wie eine Rübe und das hier wie eine Pastinake. Polka, Polka, ich rut mal. Pasku haula nie. Ich nie jockele, ja vanti. Ah, Vorsicht, warum greifst du mich an? Könntest du mir bitte sagen, wo ich bin? Haula, Kolke, haula. Hör auf und ich kratz dich. Haula, Runma, ich nie. Was sagen sie da? Oh mein Kätzchen, warum geschieht das mit uns? Haula. Hör auf, mich anzugreifen. Ich bitte, ich bin keine Gefahr. Haula, ich nie wanti. Also das heißt, irgendwie hast du es schon mal gesagt, aber in einer anderen Reihenfolge. Kätzchen, hilf mir, finde meine Tasche, bitte. Vielleicht hilft sie mir. Ich schau mal, was ich tun kann, Fran. Hör auf, meine Freundin anzugreifen, du Karotte. Ich verstehe nicht wirklich, was du sagst. Ja. Und was bist du hier? Ein altes Gemüse, das auf dem Boot sitzt. Auf ein fliegendes Boot. Was ist eigentlich das da hinten? Seltsame Form. Was ist das? Ich höre Geräusche. Sie sprechen, könnte eine Stadt sein. Sie sprechen? Wer? Ah, da haben wir die Börse. Ich sehe die Tasche meiner Freundin. Ich muss irgendwie rankommen. Okay. Natürlich, es wäre so einfach, aber nee. Okay, wir müssen da irgendwas reinstopfen. Was haben wir da? Vielleicht den Schuh? Ihr Kleid? Ich habe die Tasche gefunden, aber ich komme nicht ran. Warum nicht? Oh Mann, tu etwas. Da ist eine Brücke und viel Wasser und die Brücke funktioniert nicht so, wie sie sollte. Mann, na toll. Nun, du musst das schaffen. Ich kann dir von hier aus nicht helfen. Was sind so runde Dinge, die immer zurückrollen? Nun, dann tu etwas, damit sie nicht zurückrollen. Und Kätzchen, ich liebe dich. Danke, dass du mir hilfst. Du bist der Beste. Ja, danke. Also, können wir jetzt den Schuh nehmen? Nee. Ja, ich suche weiter. Ja, ich wollte jetzt hier irgendwie den Stab wegnehmen. Kann ich hier aus dem Boot nehmen? Nee. Rumpf? Aber wir haben ja jetzt kein Menü hier, oder? Aber der soll nicht interagieren? Eben. Das geht ja. Ja, soll das ähnlich sein? Ah, kann man vielleicht das hier nehmen? Hey, niedlich! Muss ich sagen, also hier muss ich sagen, die haben sich die Entwickler wirklich übertroffen mit Kreativität. Das heißt also, jetzt können wir jetzt den Stein da rein tun. Muss ich also zuerst das hier auswählen? Ah. Okay, ich dachte nur, weil er das Ganze schon im Maul hatte, könnte ich es wenigstens so nehmen, aber. Na komm schon. Und ich hab die Tasche nur, dass nur weil ich der Beste bin. Also gut, kombinieren wir jetzt nur die Tasche.
benutze Messer. Ob das eine gute Idee ist? Klappt nicht. Schade, schade, schade. Oanum, Miauka. Ah, Runma. Das geht all Tau. Wo bringst du mich denn hin, Herr Gemüse? Sie wollen dir helfen, Brain, ich kann es fühlen. Okay, Runma, Eppo. Hab keine Angst, mein Liebling. Das soll ich eher zu ihm gesagt, er soll keine Angst haben. Jetzt das hier. Ätzchen, halte sie auf, bitte, verlass mich nicht. Ich werde bei dir bleiben. Galopp, ma, galopp, ma. Hui. Hui, galopp, ma. Ach, Koma, Kapitel 3. Okay. Ah, so wie er so hinkniet, muss er wahrscheinlich ein König sein. Also. Itmen, Bauer, Memo, Keist, Be, Tia, Niaula, Oanum. Ach, hey, jetzt muss ich wie Baumbad drehen, oder wie, oder was? Bum, bum, bum. Ihr Schmau übt den Gorska, Emitan und Friol. Gorska, Tiao. Ah, Tiao muss irgendwie so ein König sein. Oh, willkommen, Kreatur. Mein Name ist Tia. Ah, was ist also sein Name? Riechst du Mensch? Oh mein Gott, ja, tue ich, endlich. Mein guter Freund Wright. Du heißt Wright? Okay. Lass ihn mal einfach mal so stehen. Hätte er es eben genommen, er würde Gnorm heißen oder so irgendwas. Also, mein guter Freund Wright hat mir erzählt, dass du ihm ein Bild gezeigt hast. Mit 4 Menschen und einer Katze. Ich nehme an, du bist eine von ihnen. Das kleine Mädchen. Vergib meinen guten Freund, falls er dich erschreckt hat. Wir haben noch nie einen Menschen gesehen, der aussieht wie ein Baum. Kann ich es überhaupt erklären? Tun wir mal. Ja, lass mich erklären. Oh, oh, oh. Wir brauchen nicht sprechen, mein Kind. Dieser Samen zeigt mir alles. Ibte Monarch heißt Ecto. Ecto Pro. Ecto Brote. Ja, und ich hätte gerne noch ein Stück Erdbeere, bitte, dazu. Autsch. Das lässt man hier etwas wachsen, das wird dann abgerissen. Lass mich mal sehen. Du bist gut. Daran gibt es keinen Zweifel. Ein Sucher der Wahrheit. Das kommt in der Familie der Bobs häufig vor. Ah, dein Name ist Fran. Das Mädchen mit der Leidenschaft für das Leben. Ich sehe große Liebe zu der kleinen Kreatur neben dir. Eine Katze. Beschützer der Tore. Interessant. Tore? Siehst du das alles in einem Samen? Sei still. Ich sehe noch etwas. Der Samen verbirgt nichts. Ich sehe eine Welt, die niemand sehen sollte. Niemand außer einem.
Was meinst du mit außer einem? Du meinst das Monster? Du solltest nicht hier sein, Fran. Ja, wir sollten eigentlich zu Hause sein, ich weiß. Wir haben das schon die erste halbe Stunde kapiert, die letzte halbe Stunde und bei der nächsten halben Stunde werde ich es immer noch wissen. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann, mein Kind. Ich verstehe, aber wie kannst du mir denn dann helfen? Wir können dich jetzt nicht gehen lassen. Es ist zu gefährlich für uns. Inwiefern? Du hättest nie von unserer Existenz erfahren dürfen. Sorry, ich bin hier Tourist. Ich bin nur per Zufall reingestolpert. Oder beziehungsweise reingefallen. Es muss einen Weg geben. Sag's mir. Bin ich tot oder so etwas? Tot? Was meinst du damit? Du weißt schon, wenn man nicht mehr da ist. Außerdem ist es nicht normal, ein Baum zu sein. Muss tot sein. Der Tod ist nur die Abwesenheit von Liebe. Sobald man keine Liebe mehr spürt, stirbt man. Selbst wenn sich der Körper noch bewegt. Dann bin ich nicht tot. Du musst mir helfen, nach Hause zu kommen. Kleine Katze, komm näher, lass dich ansehen. Wie heißt du? Mein Name ist Mr. Midnight. Das ist ein sehr schöner Name, besonders im Englischen. Auf Deutsch, Herr Mitternacht wäre nicht so schön. Ganz mal ehrlich, also muss man sagen, schön, dass sie das nicht übersetzt haben. Ha. Spiele zu einfach zu sehr übersetzt sind. Bah. Glaubst du, Fran sollte nach Hause gehen? Ja, das tue ich. Sag uns den Heimweg, ich flehe dich an. Ah, ich habe eine Frage. Bist du der König? Du bist herrlich. Ja, ich bin der König. Der König von Iterster. Oder Iferster. Iterster gefällt mir besser. Oh, welche Ehre, Eure Hoheit. Übrigens, ich mag eure Blätter. Die sind schön. Schleimer. Hoheit, König, bitte. Werdet ihr mir helfen? Glaub, Hoheit zeigt man nicht so einen König. Hoheit ist, glaube ich, nur, wenn man irgendwie so Graf, also Baron oder so irgendwas. Eure Majestät wäre genau richtig, wenn ihr richtig, wenn ich recht erzähle. Hätte wahrscheinlich noch aus der Gummibärenbande. Hm? Aber zuerst eure Hoheit, danach später eure Majestät. Warum wollt ihr so sehr nach Hause gehen? Der Samen erzählte mir eure Geschichte. Du hast nicht viel, zu dem du zurückgehen kannst. Es gibt trotzdem viele Gründe, eure Hoheit. Aber der wichtigste ist mir meine Tante. Sie wird mich beschützen. Ich möchte das Gefühl haben, dass sich jemand um mich kümmert. Ich bin total verwirrt und ich möchte da sein, wo es sich nach zu Hause anfühlt. Verstehe, ihr seid sehr mutig. Sorry, Leute. Ich möchte einfach nur nach Hause. Bitte helft mir. Es gibt Dinge, die ich nicht tun kann, aber ich werde euch helfen. Ich führe euch zu der Tür, die nach Hause führt, aber ihr durchschreitet sie auf eigene Gefahr. Wirklich? Oh, vielen, vielen Dank. Und wo ist die Tür? Später. Eins nach dem anderen. Du musst in diesem Land gehen und sprechen können. Ja, das wäre wirklich toll. Ich fürchte, ich kann dir deinen Menschenkörper nicht zurückgeben. Das kann nur der große Zauberer. Aber über ihn reden wir nach der Prozedur.
Was für eine Prozedur jetzt? Zuerst musst du unsere Sprache verstehen. Aber wie soll ich das jemals eure Sprache verstehen? Ist diese Frucht. Nam 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 nam, frisch ausgerotzt mit Magensäure. Deine Ohren und Zunge werden verstehen können. Aber nicht deine Augen, das heißt, du wirst nicht lesen können. Macht euch darüber keine Gedanken. Kann ja nachfragen. Entschuldigung, verstehst du, was ich sage, menschliches Wesen? Ja, das tue ich. Du klingst so nett. Unglaublich. Hast du ihn verstanden, Kätzchen? Nein, habe ich nicht. Ich verlange eine Frucht für mich. Die Katze, eure Hoheit. Du brauchst sie nicht, Mr. Midnight. Unser Land besteht aus Gerüchen und Geräuschen. Bald siehst du alles als deine eigene Welt an. Daran habe ich keine Zweifel. Du schaffst das, Kätzchen. Und wisst ihr, warum ich ein Baum geworden bin? Ja, aber ich glaube nicht, dass ich der Richtige bin, dir die Antwort zu geben. Nun ist es Zeit für die Prozedur. Hast du Höhenangst? Ein bisschen ja, mir wird schwindelig. Wieso? Bringt sie nach oben, sofort. Ugh. Ein Anblick ist das. Wo bringt ihr mich hin? Was habt ihr mit mir vor? Du sollst Arme und Beine bekommen. Alles wird gut werden. Ob ihr einfach so einen Käfer reinspaziert? Ugh. Ich bin kein großer Käferfreund, also für mich, ich geht hier. Ich werde auf dich warten, Friend. Ich liebe dich. Dass der uns auf den Rücken tragen kann und wir schlagen uns nicht mal den Kopf an. Autsch. Oder eine riesige fliegende Kaulquappe. Gut, also das ähnlichste wie die Kaulquappe. Guten Tag, mein Name ist Palondras und ich bin heute dein Arzt zu Diensten. Bist du denn Notfall? Wow, fantastisch, was für ein großes, schönes, flauschiges Ding. Entschuldigung, hast du mich gerade Ding genannt? Oh, tut mir leid, es ist nur so, dass ich noch nie etwas wie dich gesehen habe. Ich versuche immer noch zu verstehen, was all das hier echt ist. Mein Name ist Fran. Ich bin ein menschliches Mädchen. Der König schickte mich, um Arme und Beine zu bekommen, damit ich nach Hause kann. Oh, ein Mensch. Ich glaube, wir können die Arme und Beine besorgen. Schwester, bereiten Sie die Operationssaal vor. Um das zu schaffen, müssen wir aber ein wenig weiterreisen. Bist du bereit, die Pfoten des Biests zu betreten? Was? Soll das Pforten heißen? Oder haben wir wieder was vergessen? Welches Biest? Ich bin das Biest. Gehen wir. Annäherung. Schwatz, schwatz. Aber ist nicht mehr ein Biest. Da wären wir. Wow, dieser Ort ist so schön und friedlich. Ich wünschte, ich könnte für immer hier bleiben. Aber keiner so unrecht, das ist wirklich schön jetzt vor der kleinen Insel. Danke, das ist mein Zuhause. Also irgendwie kriege ich keine gute Stimme für ihn hin. Ah, wenn ich bloß jemand hätte, der von Hurs nachsprechen könnte. Danke, das ist mein Zuhause. Hier werde ich geboren. Hier wurde ich geboren. Der Geist der großen Valokas erschuf es. Hier gibt es das reinste Wasser im ganzen Universum.
Wow, das klingt toll. Also wann bekomme ich meine Arme und Beine wieder? Oh stimmt, wir warten, bis das Wasser den Flug gereinigt hat. In der Zwischenzeit können wir uns unterhalten. Oh. Und zuerst muss ich mal einen Schluck aus der Flasche nehmen. Okay, also wer ist dieser Valokas? Ah, sagt jetzt Frank. Hast du denn nichts von den fünf Realitäten gehört? Also kurz mal das angelesen, aber sonst nichts. Er ist der König der ersten Realität. Vor langer Zeit war er im Krieg mit der Dunkelheit und eines Tages fiel er. Er fiel so schlimm, sein Herz war gebrochen, er war ganz allein. Aber er kam nach Iterasta und sein Blut färbte dieses Wasser pink. Homer Simpson Bier. War glaube ich auch so rosa, als er damit Blut vermischt worden ist. Darum ist es so rein. Eine sehr lange Geschichte. Aber das war jetzt die Kurzfassung, nehme ich mal an. Wow, das klingt super. Ich meine, ich wusste nichts von anderen Realitäten. Und warum bist du hier? Was brachte dich nach Iterasta? Mein Kätzchen bis der Midnight und ich war auf unserem Heimweg. Ich war so glücklich, ihn zu sehen und zu umarmen, aber dann fielen wir. Das große Monster, das mich verfolgt, das hat das getan. Ja, einfach ein bisschen langsamer lesen, da geht's. Er zerstörte die Brücke, er will mich tot sehen. Er würde dich tot sehen wollen, das klingt schrecklich. Ich möchte lieber nicht darüber reden. Aber Herr Doktor, warum bin ich ein Baum geworden? Ja, manchmal sind unsere Wünsche so stark, dass sie wahr werden. Ah, ich habe davon immer geträumt, ein Baum zu sein. Ah, okay. Du hast es getan, um dich selbst am Leben zu halten. Sieh es mal so, dein menschlicher Körper wurde zerstört. Aber du wolltest Fran bleiben. Du wolltest dein Leben behalten. Also hast du diese leere Hülle genutzt, um all deine wertvolle Erinnerungen bei dir zu behalten. Es ist das erste Mal, dass ich einen Menschen einen Baum als Verpuppung nutzen sehe. Aha. Aber es ist gefährlich, dich hier zu haben. Das macht unser Land angreifbar. Ich habe das selbst angetan? Wow! Aber Palantras! Wie, ich wusste nicht, dass ich überhaupt was getan habe. Du wusstest wirklich nicht, was du getan hast? Verstehe. Nun denn. Als du nach Iterasta gereist bist, hast du eine Tür auf zwischen deiner und unserer Realität geöffnet. Und durch diese offene Tür können unbekannte Monster auch in unsere Realität eindringen. Wenn das geschieht, wird das Gleichgewicht vergiftet. Und es gibt nur einen, der die zweite Realität vergiften würde. Das Monster, das schlimme Schwarze. Schluchz, schluchz. Das darf nicht schon wieder passieren, auf keinen Fall. Und wieder? Nicht traurig sein, Doktor. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Oh, kleines Mädchen, du bist so nett. Und du musst dich für nichts entschuldigen. Du bist etwas ganz Besonderes. Aber konzentrieren wir uns auf deine Arme und Beine. Ja, Herr Doktor. Soldat der Sonne, Geist des Wassers, gibt Fran ihre Arme und Beine. Wie fühlst du dich, Fran aus Iterasta? Hey, wir haben sogar Haare bekommen. Wow, ich fühle mich wie ein schöner Baum. Ich habe Blätter. Freut mich, dass sie dir gefallen. Ich habe dir gesagt, wir kriegen das hin. Das Wasser ist magisch, es heilt alles. Liz? Glaubst du, du kannst Mami und Papi wieder heil machen?
Wie meinst du das, heilmachen? Was stimmt denn nicht mit ihm? Nichts, Doktor. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist der beste Doktor, den ich je hatte. Du bist flauschig und schön. Ich hatte einen anderen Doktor, Dr. Dern. Er war ein böser alter Mann. Also das will ich mir nicht gerade. So? Ich wette, so schlimm war er nicht. Vielleicht hat er nur nach den Regeln gehandelt. Gehen wir jetzt. Ich setze dich bei der Station ab. Hui! Andreju! Hier sehen wir wieder. Zeigt Zia dem König, welchen nette Terrestrianerin du geworden bist. Nochmal, Doktor. Du musst mal meine Katze kennenlernen. Das ist ja wirklich toll. Bis bald. Wiedersehen. Ja, und auf Wiedersehen sage ich auch mal. Was für ein Tag, also was für ein Start in den Tag. Und dann muss ich noch bedenken, dass ich noch jeder bin. Ah gut, jetzt kannst du ein bisschen normal schauen, okay. Gut. Wenn ich bedenke, dass ich danach wieder einen langen Tag vielleicht vor mir habe. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, auch einen Kommentar. Ich bin euer Mr. Paus und sage Cheerio!